Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Zero Gaming. Ich bin's, der Hardrox. Und wir spielen jetzt auf Iron 4, ich und der Ogre. Ich hab das jetzt mal wieder völlig verkackt. Und nun denn, der Ogre, der spielt das Deutsche Kaiserreich und ich den Osmanen. Genau. Ogre? Ja, ich Ja. bin da. Und wir greifen jetzt Burn an. den Sowjet an. Leo Trotzki als Staatsoberhaupt. Und wir haben den 1. April 1946, 3 Uhr nachts. Schwerpunkt Marionette. Wir rufen alle unsere Verbündeten dazu. Potenzielle Feinde sind einmal die Sowjetunion, Xinjiang und Mongolei. Dabei interessiert uns eigentlich nur der Sowjet. Der Russe denkt wahrscheinlich, das ist ein April-Scherz. Ja, April, April. Stimmt. Ja, wir können jetzt die Osterweiterung schon machen. Dadurch annektieren wir Königreich Polen, Großfürstentum Livland. Nee, das. Warum? Also, das kann ich echt gerade. Also, wenn wir mit dem Sowjet fertig sind, eventuell mit den Fabriken. Da wir jetzt den Part direkt aneinander aufnehmen, sozusagen, habe ich leider, sofern ihr es hoffentlich gemacht habt, im letzten Part erwähnt, von wegen mit der Industrie. Genau. Das werde ich dann im nächsten Part verändern. Und ja, wir sind jetzt schon teils erfolgreich bei dem Sowjet und teils nicht erfolgreich. Allerdings darf man nicht vergessen, wir sind nur hier unten an der Front. Also nur im Norden an der Front, meine ich. Was rede ich? Und nicht irgendwie hier unten in Arabien die Ecke. Da ist nämlich der Chinese zum Beispiel hier, der wunderbar gegen die Mongolen vormarschiert, der Inder Nee, da jetzt bin ich. auch. Und der Osmane. Du greifst da an bei Ja, Mongolen. Mongolei, da sind meine ganzen Inder. Okay, das wurde mir nämlich anders angezeigt. Ja, da habe ich gar keine Aktien drauf. Ich lasse erstmal meine ganzen Flotten, die sich jetzt langsam endlich mal aufgrund neuer Transporte in Bewegung setzen, rüberfahren. Mit der Marine kümmere ich mich da auch gar nicht groß drum. Der wird nicht viel haben. Soll er da rumkuttern? Hierfür ja auch keinen großen Handel oder so. Ja. Norwegen und Schweden sind ja beim Völkerbund drin. So. Aber hier läuft es momentan äußerst positiv für uns. Die Schlachtpläne werden bislang soweit verfolgt. Der Finne hat auch keine Gegenwehr, gar keine. Heißt, er kann auch wunderschön, das werde ich dem auch alles geben, Murmansk, Onega, hier Olonez, werde ich dem alles geben an Ländereien, das kann er alles haben. Natürlich werden wir ein bisschen was an Gegenwehr noch spüren. Allerdings wird er seine Truppen verteilen müssen. Hier hinten kann der Chinese ja auch reinmarschieren, wie er will. Das kann er von mir aus auch alles haben. Habe ich auch kein Interesse dran. Ja, Mongolei kann er sich auch holen. Ja, und bei dir, Hardrox? Ja, an allen Fronten hier zu verzeichnen. Siege? Ich habe es gerade kurz Siege, gesehen. ja. Siege, Siege, okay. Siege. Siege, Siege. Bei uns auch. Bei uns auch. Ja, unsere Verbündeten helfen auch fleißig mit. Der Sowjet hat bereits 57.000 Mann verloren, wir 26.000 Mann, unsere Verbündeten eigentlich noch gar nichts. Wir sind natürlich Hauptkriegsträger und er hat auch seine ganzen Truppen hier, dementsprechend war das vorauszusehen. Oh, die Panzerdivision, die hat ja richtig Bock, irgendwie was einzunehmen. Ich mach mal das Verbündete weg. Jetzt sehen wir Hardrock seine Schlachtpläne nicht mehr. Unsere jetzt nur noch. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht, warum der da so weit runterkachelt. War wahrscheinlich einfach, um dort einzunehmen. So, hier im Süden wird ja bald Hardrocks ankommen. Du musst doch deine Truppen, kannst ruhig beide ausfächern da an der Front. Der hat da gar nichts. Damit ich meine hochziehen kann. Schmeißen wir mit ihm da hoch, genau. Da nimmt der ein. Wunderbest. So. Heißt, die Ukraine hilft auch schön mit. Bislang, glaube ich, noch keine Stadt erobert. Er natürlich absolute Baku ist gleich Luft. gefallen, juhu! Was gleich gefallen? Baku. Wo hatte ich denn nochmal meine Flieger? Scheiße. Ach ja, hier unten, glaube ich, ne? Wo hatte ich die denn nochmal? Die alle hier? Ah, hier hatte ich die alle auswählen. Schicken wir die mal. Schicken wir den mal hin. So ein kleiner Flughafen. Ja, 1000 Flughafen. Schicken wir den dahin.
Kriegen hier leider neue Aufträge. Und die werden hier bei Weißrussland. Parma, nö. Oh, der Russ hat extrem viele Flieger. Aber klar, der hat astrein laufende Industrie hier jetzt seit über 10 Jahren in-game. Da können wir natürlich nicht mithalten als Deutscher. Aber dafür müssen wir es mit Erfahrung irgendwie versuchen wettzumachen. Genau, die ganzen Flieger hier, taktische Bomber, bla bla bla. Landdoktrin sind wir auch durch. Artillerie können wir mal, Panzerabwehr können wir mal mit Flugabwehr hier anfangen. Was wird mir die Westerweiterung bringen? Ach, Belgien, ja, okay, Belgien existiert eh nicht mehr. Dann ist das auch egal. Ja, unsere Westfalen Armee, genau, die macht das schon eigentlich ziemlich gut jetzt. Ich werde die aber mal von hier unten jetzt komplett mal nach da oben bis zum Fluss schicken. Dann werde ich ihm mal Krasnodar den Sowjet geben, wenn das geht. Oh, so viele Provinzen. Bestimmt geht das noch nicht wegen Krieg und so. Ah, das kann er sich dann alles holen. Ich habe jetzt hier die Front weiter nach Norden verlegt. Hier da, wo siehst du, wenn du das Verbündeten Kriegspläne da anmachst. Oben beim Ukrainer, Rostow, da wo der Fluss ist, da habe ich meine Grenze gesetzt. Also das Südliche und so, Ja, ich sehe das das. verteidige ich nicht mehr. Das macht, wenn der Ukrainer, das kannst du dir da irgendwie alles holen. Weil sonst ist es auch eine zu große Front für mich. Da kommst du eh gleich ran. Der hat ja nichts an Einheiten. Ja, Das ist da. cool. Ich finde das schön, wie wir so einen Kessel eigentlich in Moskau machen. Ja, muss so auch sein. Ja, Chinese hat irgendwie nicht so Bock auf einmarschieren, oder was? Der ist doch im Krieg, oder? Ja. Da marschiert der irgendwie nicht ein, hinten im Wladiwostok und Nee, der so. bewegt sich kein bisschen. Ne, komisch, ne? CPU wieder. Der wollte mir auch eben die Truppen geben. Das ist ja nicht doof, ey. Anstatt dass ich mir Ja, der sich selber Bulgare wollen mir eben bewegt. auch alles geben. Ah, hier haben wir eine relativ große Flotte, sehe ich gerade. Schicken wir die mal hier nach Pusan. Königreich Polen. Ha. Ah, okay, der Finne bekommt Widerstand oben und das ziemlich doll. Ja, hier marschieren wir überall wunderbar weiter. Wunderbest. Wilhelm III. Hinterfragt die Motive von Nepal. Okay. Ja, kann man mal machen. Wie gesagt, also, das kann sich ruhig irgendwie, das sollen die sich holen, da habe ich keinerlei Interesse dran. Von mir ist kein Tibet, Nepal und Bhutan der Inder haben, und dann Xinjiang und Mongolei der Chinesen, genauso wie diese ganzen anderen Provinzen da hinten, Wladiwostok und so. Korea, finde ich, soll der Däne behalten. Historischer Anspruch. Wir kennen es nicht. Ja, ich habe mir ja schon von dem auch Grönland und so gekrallt, also das hat er sich dann als Ausgleich geholt. Grönland, Korea, ähnlich. Ne? Ich sehe gerade, haben die gar keinen Plan mehr? Gar keinen Angriffsplan mehr? Ah ne, der läuft ja genau da drunter, deswegen sieht man den nicht. Genau, die Geschichte. So, unsere 7. Armee hat noch genug Befehle, 3. Armee hat die beiden auch. 2. Armee soll erstmal nur so halten. Oder gebe ich denen jetzt einen direkten, irgendwie eine Kessel, dass sie einen Kessel bilden? Ja, ich werde denen mal einen Auftrag geben. Aber schön, dass ich direkt für China erober und nicht für mich. Oder nicht eine chinesische Einheit in Xinjiang hat. Ja, das bekommst du, das gibt er dir auch teilweise einfach so. Im Endeffekt interessiert eh nur, wer die Schlachten geführt hat, weil dadurch kriegst du diese Kriegspunkte. Dann ist das eh egal. So, den Bereich Oder verkleinern wir es mal. zählt auf einmal, wer am meisten Truppen abgetreten hat.
Kannst du auch haben, wer weiß. Die sollen einfach nur einen Kessel bilden, einfach um da was reinzuhauen. Damit der Russe sich neu formieren muss. Das da unten kann alles der Ukrainer, Rumäne und alles halten. Das ist mir egal. Da kommt außerdem extrem viele Osmanen. Dementsprechend muss ich das nicht beachten. Ja, langsam kommt ja unsere Zivilwirtschaft wieder in Laufen. Hätte ich mal früher machen Aber sollen. da sind auch extrem viele Deutsche und Bulgaren jetzt, also im Ja, Kaukasus. Deutsche, die Da gehen jetzt ist aber in den nicht. Norden, nur weil die in Schlachten verwickelt noch sind. Ich habe die, meine zweite Armee, ich weiß nicht, ob du da oben diesen Ausbruch unter Stalingrad, unter Stalingrad, unter Moskau siehst. Da gehen jetzt, geht jetzt nur meine Armee rauf. Dass sie da so echt so einen kleinen Halbkreis reinhaut. Schön mit Fluss als Verteidigung, immer schön, optisch auch. Da oben sind wir voll lean. Oh, was ist hier denn los? Moment einmal. Irgendwie haben meine Einheiten, meine dritte Armee auf einmal keine Befehle mehr. Das muss ich einmal eben kurz richten. So. Und so. Und jetzt Marsch, Marsch. Ja, da unten holen wir uns Leningrad gerade. Und die daneben liegende Provinz. Wie sieht das mit Luftherrschaft hier? Oh, da haben wir Luftherrschaft bekommen. Weiß nicht, hast du Flieger noch? Sonst kannst du ihn nämlich da irgendwie reinhauen. Den ganzen Krieg nicht einen Flieger benutzt. Ja. So geht das natürlich auch. Ja, hier ist ein bisschen Stellungskrieg bei dem Finnen und bei dem Russen. Da marschiert keiner, weil sich's keiner leisten kann. Ist aber uns egal, wir schneiden denen da eh gleich die Versorgung ab. Und hier hinten in Achangelsk, die Ecke, sind eh jetzt, sagen wir mal so, nicht die beliebtesten Straßen für Ressourcen bzw. Nachschub. Hier sehe ich gerade noch eine polnische Division. Die kann der wieder haben. Die habe ich wohl irgendwie übersehen. Ach so, ja, das ist okay. Das ist okay so. Und der Chinese hat irgendwie überhaupt keinen Bock auf territorialen Gewinn. Wann haben wir da? Oh, natürlich. Ja, egal, jetzt hat gewährt da natürlich Österreich die Unabhängigkeit von Nepal. Egal, wenn wir nach dem Russen wollten wir eh direkt den Österreicher angreifen, dann können wir die gleich Kriegsgrund mitnehmen. Nepal. Jo, alles klar. Ja. Dafür Eben. gehe ich sterben. Ja, der Krieg geht immer noch um. Britisch-indischer Krieg, ne? Also der Krieg gegen die Faschisten. Das war, weil die Briten die Inder angegriffen haben. Ist doch mal was Faires. Natürlich. Okay, die können mehr Provinzen haben. Die haben hier wieder so viele doppelt. Könnt ihr um das hier kümmern, bitte? Chips hier unten sind gedoppelt. Okay, vielleicht auch wegen Gibraltar strategisch wichtig. Ja, kann sein. Hier schon wieder eine Beweis neue ja schon. Militärpolizei. Die kommt eh nicht in den Kampfeinsatz, können wir direkt raushauen. So, damit ist Spanien dann auch schon mal besetzt mit Militärpolizei. Fange ich gleich mal an mit Großbritannien danach. Ich habe das Kaptische Meer komplett einmal umzingelt. 12. Division 1, 2, 3, 4. 18, 1, 2. So, perfekt.
So, haben wir hier immer noch welche gedoppelt? Ja, haben wir. Ja, egal, das kann man anscheinend nicht vermeiden. Dafür sieht das hier mir ehrlich gesagt ein bisschen dünn besiedelt aus. Nehme ich da mal lieber wieder einen weg oder zwei, um einfach mal zu gucken, was passiert. Mittlerweile schon 9 Stück. Diese gut. No, 24. Armee, das sind die hier. Dann bekommt ihr immer direkt einen Marschbefehl auf Moskau. Und zwar so. Genauso wie ihr. Auch so. Ich wusste es. Tatsache, der hat mir echt was gegeben. Der Chinese. Guck. Jo, wahrscheinlich. Person geht in die Front. Jetzt ab, ey. Einmal Front geht hier. jetzt irgendwie einmal. Um die ganze Welt gefühlt. Das nervt überhaupt nicht. So, dann müssen wir denen nur noch Befehle geben, ne? Bin ich der Meinung. Ja, der Russe, der kann das nicht halten. Natürlich nicht. Wie denn auch so eine große Front, das schafft noch nicht mal der Russe. Ah, jetzt marschiert Wirklich. der Chinese da mal ein. Da, wo er Widerstand bekommt. Ich habe ja auch neue Flieger erforscht. Sehe ich das richtig? Ich glaube, die Ju-187. Mal gucken. Nur von italienischen Bombern und so Bums angegriffen, Ja, um das sind die im Japan. Mittelmeer. Und die haben tatsächlich ein Dings versenkt, einen Zerstörer. Meine. Ja, leider werden mir nicht die ganzen Gewinne dazu geschrieben von meinen Armeen, sondern eher den Ukrainern ziemlich viel. Hätten wir auch eigentlich mal erobern sollen. Ja, guck dir das nochmal an. So, die Armee. Wie sieht das da aus? Ah, die verteilt sich erstmal wieder. Okay. Doch, man hört scheit so eine kleine Denkminute da. Vielleicht habe ich einen besseren Plan. Einfach mal ganz stumpf hier abschneiden. Bevor er mit dem anderen Plan weitermacht. Ja, äußerst effizient bislang. So.
Ah, da oben der Däne-Gebiet. Ah, Nepal können wir auch bald angreifen. Super. Ja, das machen die. Nur Nepal durfte nicht angreifen, sagt Österreich. Der Rest ist egal. Das machen die schon. Sie sind den Kommentaren beigetreten, Gott sei Dank. Ja, der Russe hat da schon richtig Kapitulationsfortschritt. Mein Sohn Ja, meine. gefällt mir das Osmanische Reich, ne? Ja. Ja. Kann noch ein bisschen weiter hoch. Höhe schießen. Mago. Ja, der Kapitulationsfortschritt des Russen ist schon extremst hoch. Der hat schon also er steht jetzt 68% vor einer Kapitulation. Moskau schon gefallen? Ja, ne? Glaub noch nicht. Doch, ist gefallen, oder? Kalinin? Ne, vor Moskau stehen wir. Gleich ist das gefallen. Da kriegt er auf jeden Fall nochmal ordentlich einen Abzug und da ist ja noch Kalinin, was wir noch einnehmen werden. Da unten ist noch Stalingrad, Saratow. Nee, Nee, Stalingrad, Stalingrad ist auch ja, schon wollte weg. gerade sagen, haben wir ja schon. Das war alles so schnell hier heute, ey. Ja, auf jeden Fall sind noch ein paar Siegpunkte, die wir gleich alle einnehmen werden. Ein bisschen nervig, dass jetzt hier überall irgendwelche Rumänen und Ukrainer und was weiß ich bei mir hier im Kaukasus rumdüsen. Bei mir ist auch wirklich alles an der Front, also keine Angst. Ja, der Finne marschiert jetzt Ich auch meine, langsam da die beim Russen Ukrainer, guck ein. mal, wo die schon ganz sind. Die sind schon irgendwo in Tibet da. Balten Naja, damit. oh, Tiraschide, ja, das hast recht. Die Niederlande ist dem Völkerbund Oh, beigetreten. gerne. Welch ein Wunder. Das ist natürlich jetzt Direkter fatal. Kriegsgrund. Ja, der Inder traut sich noch nicht so gegen Tibet oder Bhutan zu marschieren, aber das hat sich gleich alles. So, da ist die neue Hauptstadt Gorki vom Russen, weil wir Moskau erobert haben. Die hat er ja relativ weit verlegt. Ja, ne? Hat sich ja bestimmt gelohnt, ey. Ja, gut, die haben das dann da auch soweit. Ja, da hat der Russe keine Chance. Den werden wir gleich besiegt haben. Wie sieht sein Kapitulationsfortschritt aus? Na komm. 88%. Also da müssen wir echt gleich nur noch irgendwie, wie gesagt, Gorki oder ein paar andere kleine Siegpunkte von ihm ein. Ich weiß nicht, König Wladiwostok, nee, hat er schon verloren. Aber da auch noch welche. Schabarowsk.
und so. Also, nun ja, seine Verbündeten, wie gesagt, können auch nicht gegenhalten. In der Mitte die Ukraine, alles. Das ist gewonnen. Das Land gehört jetzt aufgeteilt. Das Land gehört jetzt aufgeteilt. Ja, ist auch so. Guck dir mal an, wie die Ukraine, Alter. Davon träumen die doch. Jetzt redet die feuchten Träume von. Warte. Wilhelm Franz den Ersten. So ist er ein König. Gut, alle haben aggressives Ziel. 13 Zivilfabriken. Dann werden Thüringen endlich mal. Na, so langsam müsste es dann vorangehen dort wieder. Und dann letztendlich unsere Industrie wieder zum Laufen zu bringen. Gut, da ist er auch gedoppelt im Bilbao. Ah, da auch. Ja, das sind bestimmt wichtige Punkte einfach. Aber dafür ist er hier irgendwie gevierfacht und. Ablehnen, der Inder will mir wieder Division geben, weil ich noch nicht genug habe, ne? Guck mal, da oben waren jetzt Zivilfabriken sabotiert, wie man gesehen hat. Und weiter. In den anderen Provinzen nicht, weil da halt Militärpolizei ist. Die schicke ich jetzt dann noch hoch. Dann haben wir das da auch im Griff. Zwei schwere Panzer. Schließen wir unsere Kolonialtruppe an. Ne, zwei mittlere. Die sollen aber schön rüber cruisen. Währenddessen der Russland weiter besiegt wird. Können wir die schon erscheinen lassen? Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Okay, das sind echt schon Einheiten. 16 Stück an der Zahl. Dafür holen wir, nehmen wir irgendwie mal hier. Okay, holen wir einfach kurz 9. So. Der darf dann hier mal anfangen. Schon mal das industrielle England hier zu besetzen. Militärpolizei wurde mir jetzt auch wieder verbessert. Machen wir das mal auf dem 1945er Standard. Nicht 10. Armee, sondern Heimat. Schutz Frankreich. So, nehmen wir die. Die sind ja so ein bisschen Frankreich und Spanien. Die nehmen wir dann Heimatschutz. Oh, ist glaube ich hoffentlich richtig geschrieben. Ja, auch Mexiko. Ah, Bürgerkrieg. Ach ja, stimmt. Den haben wir auch noch Ach, da haben wir ja auch mal produziert. was gemacht. Ja, ganz vergessen. Ganz vergessen, das Ding. Oh Gott. Alle dabei, Ja, Digga. jetzt hat auch noch China den Krieg erklärt und jetzt wieder einen Weltkrieg draus. Danke. Die sind ja eh schon im Krieg. Wir Weltspannung können ist irgendwie keine ins Ahnung. Bündnis einladen. Ja, jetzt wieder nicht mehr. Königreich Mexiko da. Ach, jetzt sind die dem Völkerbund beigetreten, deren Ernst? Ja, dafür kämpfe ich kein Meter. Für wen? Ist Völkerbund Ja, bei? pf, Mexiko da. Pf, Königreich Mexiko ist dem Völkerbund beigetreten, weil die das schnell akzeptiert haben. Da mache ich doch kein Meter hin. Kennst du bestimmt nicht. So, das ist dann Heimatschutz Spanien hier. Nennen wir es hieß Iberien. Das ist ja die Halbinsel. Können wir nochmal Redian einen Fuchs machen? So, Redian intelligent hier. So, verbesserte Flak. Und dann nehmen wir hier nochmal Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr, wenn ich Heimatschutz. ganz Ich auch ehrlich nicht, ist bin. doch egal. Hat ja jetzt noch nicht mal mehr der Russe, glaube ich. Doch gut, er hat alles einfach von der Ostfront mal weggezogen, in den Kaukasus rein, auch nett.
Ja, sein Kapitulationsfortschritt beträgt 93%. Ah, der ist gleich weg. Ich lasse auch nur noch automatisch laufen. Was soll ich da noch groß organisieren, mal ehrlich? Jetzt mal ehrlich. Sag noch mal ehrlich. Nochmal ehrlich, Digga. Wenn wir jetzt halt gleich Gorki und wie sie alle heißen haben, dann hat er da auch nichts mehr. So, einfach Druck machen hier ein bisschen. Tage. So, die werden hier auch bestimmt. Ah, die verteilen sich noch. Okay. Hier unten ist soweit auch alles gut. Jawohl. Provinzen alle besetzt. Das verstehe ich jetzt echt nicht, ey, was die den Völkerbund dabei treten. Na egal, der jetzt da den Faschisten beigetreten ist, der wird eh gewinnen. Gehe ich mal stark von aus. Wobei, so eine Art Bürgerkrieg gab es ja mal wirklich mit der irgendwie. Weiß ich nicht. Irgendwie der Nicht-Angriffspakt mit der Niederländer mit mir. Was bringt ihn das? Lass das. Oh Gott, der Ami landet da in Murmansk beim Russen. Ekelhaft. Bah. Bestimmt holt der sich richtig alles neben Finnland deswegen oder so. So richtig realistisch, weißt Operationsbasen. du? Naja. Und für den Winter trainieren. Alaska ein paar Atombomben werfen. Wird echt so sein. Irgendwie so ein riesiger Ring da um Tibet, weil der Chinese das nicht wirklich hinkriegt. Vor allem Versagen, ey. Die sind da nicht dabei. Jetzt kapituliert doch mal Russe. Ah, ich marschiere jetzt einfach stumpf gleich auf Gorki zu, ey. Das mach ich doch schon. Nee, ich mit meinen beiden Divisionen da. Panzer auch dabei, komm. Ab nach Gorki. Auch entfernt. Ja, gleich sind wir soweit, gleich vor Gorki, gleich sind wir in Gorki. Er verteidigt das noch nicht mal. Oh ne. Genau. Die Niederländer fordert jetzt nicht Angriffspakt, das nehme ich aber an. Hab kaum Truppen verloren. 200.000, nicht mal ganz. Also jetzt müsste er kapituliert haben. Ja. Ja, das machen wir den Part noch hier mit rein, würde ich sagen, oder? Okay. Oder meinst du einen fiesen Cut? Ja, machen wir rein. Machen wir rein. Wie Okay. rechtfertigt, dass du auf jeden Fall so viele Punkte hast. Puh, ja klar, was denkst du denn, ey? Die ganze Armee da von den weggeballert. So. Nee, du kannst die Transkaukasien. Nee, da will ich nichts mit zu tun haben. Kuban und Stawropol, auch mir egal. Sowjet-Marionette-Schwerpunkt. So. Ja, was hole ich mir denn da? Boah, das kann sich der Polo holen, bin ich dir ganz ehrlich. Hol ich mir lieber das hier. Das kann sich da alles der Polo und der. Ja, Und der. du kannst. Mir schon. Was, Mann? So, oben kann sich der Finne holen. Hoffentlich holt sich das der Ami. Der ist noch vorm Finne dran. So, dann machen wir, greifen den ja gleich an, von daher ist egal. Alter, wie viele Punkte, ey. Ich weiß, das sind noch mega die No-Name-Provinzen bei, die mir nichts bringen, aber ich habe so viele Punkte, nur mal jetzt. Ja, warte mal, mach den nochmal mal rein. Oh. Warte, komm, da, bla. Ach, Sowjetunion Marionettenstaat, genau. Beende jetzt mal meine Runde. So, jetzt bist du dran. Das ist Wollten schon wir mal nicht alles lieber meins. irgendwie das Zahnreich gründen? Ja, das wird doch dann so kommen. Ist doch deine Also. Marionette, das passiert doch automatisch.
Scheiß uns auf den Ukrainer, der muss da nichts abkriegen. Ja, ich muss jetzt schon Runde beenden. Also die Provinzen, die Du über hier wieder. sind, nördlich und westlich, ja, das will Jetzt ich bist nicht. du wieder. Jetzt bin ich wieder. Vor allem gehörten das da dem Russen, zwei Provinzen, Orel und Lipezk. Aber das ist locker seine Hauptstadt, so auf richtig optisch geil. Keine Ahnung, was soll ich denn noch groß machen? Ich will gar nicht so viele Provinzen. Nehme ich die Dann gib noch die hier. Punkte ab. So mache ich das noch. So. So. Und das war's dann auch. Mehr brauche ich auch nicht. So, zack. So viel kann ich auch gar nicht nehmen. Fällt mir gerade auf. So viel kann ich aber nehmen. Jetzt bist du dran. Willst du die unabhängig? Nee, willst du nicht. Gut. Ich wollte gerade Erstmal ein bisschen sagen. was erobern hier. Ja, das sah gerade aus wie unabhängig. Nee, nee, das war schon richtig. Jetzt bin ich wieder. Hier Passend. den Du Russen ein bist. bisschen was geben. Du bist. Nee, ich verstehe auch nicht, warum er da Lipex und so. Ja, egal. Ist vollkommen egal, ich mache mir da gar keine Nerven mehr drüber. Wir können auch Sultanat Turkestan befreien. Satellit Sultanat Turkestan, nee. Wischt. Tibet, was sollen wir mit Tibet machen? Scheiß auf Tibet. Xinjiang ist auch egal, ist mir auch egal, ist mir auch egal. Ich mach fertig, könnt ihr alles hier machen. Ich hab meinen Willen. Warum ist denn der Österreicher nach dir dran? Oder voll ist. Ich hab alle meine Wünsche. Ist übrigens so ein Anzeigebug hier mit den Ländern. Ja. Gönnst den Ukrainer keine Provinzen, sagst du? Doch, das den Rest da. Echt? Sieht ja doof aus. Hätte lieber Rostov und so noch gegeben, Belarov. Ja, Oh. ich brauchte oben Hafen. Die auch noch Stalingrad und Engels. Du bist immer noch dran. Bald Achso. nur dabei. Achso. Ach, da, ja. Willst du dir echt Xinjiang holen und nicht den Japs, den Chinesen geben? Mach doch sonst auch fertig, holen sich das die anderen. Ist doch Ja, ich würde aber egal. noch irgendwas zum Russen geben. Oder nee, dann muss der, Kannst du glaube ich, eh nicht. Regierungsform wechseln. Nee, der wird automatisch, glaub mir. Das wäre nur bei neutralen Fraktionen so. Der Russ hat das, was er da hinten hat. Siehst du das da in Ja, Wladiwostok? aber wenn er nicht Und Dings wird, raste ich aus. das in unter Moskau südlich, Orel und Lipezk, so auf richtig schön aussehend. Hätte ich das gewusst, hätte ich das auch genommen. Ja, sonst kannst du ja noch was nehmen und dann gibst du denen das. Weißt du? Region übergeben oder sowas. Machst du dann. Beim Sowjet kannst du ja auch machen. War Marionettenstaat, scheiß auf Mongolen. Nö, ich besitze So. meine Gier. Tut mir leid. Deine Herkunft? Oh. Oh, jetzt frag ich mal, wie die Welt aussieht. Jetzt kommst. Du hast auch Mongolen zu Marionette gemacht, ne? Cool. Digga, ist das gay? Ist das gay? Die Ukraine sieht richtig cool. Hat der Ukrainer Land verloren? Nein, der hat zugekriegt. Voll, aber. Ja, ich hätte das nimmt sich der Pole da, ey. Bleib mir Finnland hat sich's übernehmen da den gegönnt. Laden. Minsk, ach, ich kann das nicht übernehmen. Scheiße, hätte ich das gewusst, ey. Jetzt hat der Pole gar nichts. Mann. Und Livland auch nicht. Jetzt hat sich da das dann noch der Finne geholt, ey. Mann, 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 hätte ich das gewusst. Boah, fast über 100 Militärfabriken jetzt noch frei. Boah, Naja, ich das bin machen jetzt. wir alles im nächsten Part. Wir haben jetzt noch Kriegsgründe da hinten irgendwo. Ja, das gehört jetzt dem Inder. Das ist ja auch ganz cool. Was mit Bhutan? Die sind auf einmal aus dem Krieg wieder raus, haben mit uns Waffenruhe, okay. Der Chinese hat sich da auch ordentlich Gelände geholt. Ja, der hat Russisches sich ein bisschen Reich. ausgedehnt, der Ja, der Kollege. ist jetzt, hat leider einen Flaggenbug, aber das ist jetzt Roman Brusilov, also Russisches Reich, Monarchie.
Ich habe mir das alles ein bisschen anders vorgestellt. Naja, ist im Endeffekt auch egal. Ich hätte es ja den Polen und so gegeben, das Gebiet hier, das sind Livländer, was hätte ich anscheinend selber nehmen müssen und ihnen dann geben müssen. Weil das ist ja hier jetzt doof mit den Finnen. Dafür hat er auch zu wenig gemacht, ehrlich gesagt. Da kann er sich damit hier zufrieden geben mit diesen drei Provinzen Olonez, Onega und Murmansk. Naja, egal, ändert nicht viel. Sie ja neigen uns ja eh langsam dem Ende von diesem LP. Ja, wie gesagt, Inder hat sich Tibet geholt und sonst war ja auch nicht weiter viel. Jetzt im nächsten Part. Was kommt im nächsten Part? Im nächsten Part werden wir den Japaner invasieren. Wir werden Kannst du versuchen, alleine machen. ihn zu isolieren mit der Marine so ein bisschen. Der Russe ist ja jetzt auch auf unserer Seite, wie man hier sieht. Der ist jetzt auch im Krieg mit den ganzen Ländern. Der hat natürlich jetzt seine ganzen Truppen nicht mehr, aber der wird sich auch langsam hier im Osten wieder aufbauen. Der Ami hat Gott sei Dank, soweit ich gerade das alles richtig sehe, hier nichts bekommen. Bin ich auch sehr stolz drüber. Der Österreicher genauso wenig. Ja, das dazu. Und im nächsten Part werden wir auch noch, denke ich mal, den Österreicher angreifen, ne? Das ist Jo, ja den kann man mal so wegsnacken, den to-go, so ein Kollegen. Teil. Und ja, damit bedanke ich fürs Zuschauen und hoffe, der Part hat euch gefallen. Damit übergebe ich das Schlusswort dem Hard Rocks und bis in 2 Tage. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall eine ordentliche Ausdehnung hier gemacht mit meinem Reich. Muss jetzt erstmal, jetzt bin ich schon fleißig am Rekrutieren am Militärpolizei. Da muss ich natürlich so einige Bürger wieder besänftigen und zum rechten Weg führen. Ja, ich habe endlich mal auch mal einen Vasallen. Das hat man ja so, oder einen Marionettenstaat, das hat man ja so als moderne Monarchie, habe ich mir sagen lassen, im Deutschen Kaiserreich. Deswegen brauchte ich auch eine. Und ja, ich hoffe, das haut mal hin mit den Japanern und ich freue mich schon auf den Krieg gegen Amerikaner. Tschüss, bis zum nächsten Mal.